Herzlich willkommen zu der vierteiligen Webinarreihe von Mascha Kauka. Management statt Almosen. Startups und Lösungen von der Mitte der Welt. Heute zum Thema gegen Windmühlenflügel. Für all diejenigen, die Mascha noch nicht kennen, möchte ich sie gerne kurz vorstellen. Mascha gründete die gemeinnützige Organisation Indio-Hilfe, aus der die Amazonika-Stiftung und die Amazonika-Akademie hervorgingen. Das gemeinsame Ziel ist, den tropischen Regenwald zu erhalten. Mascha war bereits 10 Jahre als Verlegerin tätig, als sie 1980 zusammen mit ihrem Mann eine Urlaubsreise nach Südamerika antrat. Dort kamen sie mit einem indigenen Volk in Berührung, dessen Lebensgrundlage bedroht war. Dank ihres persönlichen Engagements konnte sie bereits in über 200 Einzelprojekten 7 indigenen Völkern in Ecuador helfen, ihre Existenz nachhaltig zu verbessern. Mascha, wir sind sehr, sehr gespannt auf deinen heutigen Vortrag. Guten Abend, liebe Gäste, und grüß Gott. Ich begrüße euch zu meinem dritten Webinar. Und wir freuen uns natürlich, dass so viele Gäste von den letzten Webinaren auch wieder dabei sind. Wir, das sind Irene und ich, Dr. Irene Kilubi, die den Anstoß zu dieser Webinarserie gegeben hat und sie moderiert. Genau genommen hat sie den Anstoß zu einem Webinar gegeben. Und als ich über die möglichen Themen nachdachte, wurden dann 4 Webinare draus. Und ich habe jetzt beim dritten Webinar fast das Gefühl, dass das auch noch mehr werden. Nicht in diesem Jahr, aber im nächsten Jahr könnte ich mir vorstellen, dass da noch ein paar Themen dazukommen. Gut, was machen wir da eigentlich? Ja, Amazonika will den tropischen Regenwald für die Menschen erhalten. Das ist unser oberstes Ziel. Und dazu arbeiten wir mit den indigenen Völkern zusammen, die dort in diesem Regenwald leben. Sie sehen sich selbst als Teil des Regenwaldes, als eine Spezies unter all den anderen und sind damit die besten Waldhüter, weil sie ihn im eigenen Interesse bewahren wollen. Heutzutage können die indigenen Völker, die den Wald bewohnen, den Schutz nicht mehr alleine schaffen. Denn die Attacken durch die Großindustrie, die Regierungen, schreckliche Katastrophen wie jetzt das Feuer in diesem Jahr und im letzten Jahr, dem sind sie nicht gewachsen. Das heißt, sie müssen dabei unterstützt werden, um überhaupt noch Teile vom Wald retten zu können. Und da ist es unsere Aufgabe, indigenen Gruppen und Völkern dabei zu helfen, sich in der heutigen Welt überhaupt zurechtzufinden. Ihr müsst euch vorstellen, als ich Ende der 90er Jahre zum ersten Mal in die Amazonasregion kam, waren diese Menschen so ein bisschen, sie lebten wie wir zu Zeiten, als die Römer bei den Germanen waren. Und dann mussten sie diesen unglaublichen Sprung von fast 2000 Jahren schaffen, um sich in der Jetztzeit zurechtzufinden. Also sozusagen von der Römerzeit bis zum digitalen Zeitalter. Und das ist fast nicht zu schaffen. Das ist ein Riesenspagat. Und ja, dabei helfen wir Ihnen. Das ist unser Anliegen neben dem Naturschutz. Bezüglich Naturschutz möchte ich euch sehr unser erstes Webinar empfehlen. Das ist aufgezeichnet, genau wie das zweite, in der Videothek auf unserer Website. Also da geht es vor allen Dingen um unser Anliegen in Sachen Artenvielfalt, Naturschutz, Klimaschutz und so weiter. Also, in den Webinaren geht es nicht primär darum, was wir gemacht haben, sondern wie wir es gemacht haben und wie wir es aktuell auch machen. Es geht darum, wie wir die Herausforderungen angenommen haben, die Aufgaben angegangen sind und durch unternehmerisches Management gelöst haben. Dabei machten wir die Erfahrung, dass Entwicklungshilfe generell wesentlich effizienter und nachhaltiger sein könnte und ist, wenn sie der jeweilige Akteur wie sein eigenes Unternehmen betrachten würde, wenn er die Projekte wie seine Firma sehen würde und managen würde. Und weil wir so arbeiten, habe ich auch die Webinarserie Management statt Almosen genannt, wobei ich auf Almosen, also auf mildtätige Hilfe, nicht hinabschaue, aber natürlich löst sie nichts grundsätzlich. Also Management ist gefragt. Und das heutige Webinar heißt gegen Windmühlenflügel. Wer bei den letzten Webinaren dabei war, weiß, dass die Aufgaben bei den anderen Themen auch nicht einfach waren.
aber heute kommt es schon hammerdick und das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Ja, jetzt geht's los und da muss ich etwas zur Indio-Hilfe sagen und zu unseren Organisationen im Allgemeinen. Die Indio-Hilfe wurde 1982 gegründet, als wir am Pazifik mit dem ersten indigenen Volk arbeiteten. Und die gab es ganz alleine als Organisation bis 2007. Das heißt, das jetzige Webinar gegen Windmühlenflügel behandelt die Malaria-Kampagne, die Kampagne gegen eine Malaria-Epidemie im Amazonasbereich. Damals gab es die Stiftung noch nicht. Das hat also alles Indio-Hilfe gemacht. Und Amazonica gab es nur als Projekt, das Projekt Amazonica von Indio-Hilfe. Erst 2007 wurde die Stiftung Amazonica gegründet, die wiederum das Akademieprojekt hatte. Und dann 2015 wurde auch dieses Akademieprojekt zu einer eigenen Gesellschaft, nämlich zur Amazonica Akademie, gemeinnützige GmbH. Also so ist der Werdegang. Und da wir immer wechseln zwischen Amazonica und Akademie und Stiftung und Indio-Hilfe, sollte man einfach wissen, wie chronologisch diese drei Hilfsorganisationen entstanden sind und zusammenarbeiten. Es gibt sie alle drei noch. Und ja, jetzt natürlich im Amazonasbecken agieren wir unter dem Namen Amazonica. Aber da jetzt die Malaria-Kampagne dran ist, die war von 2004 im Endeffekt, 2005 bis 2007. Da geht es eben um die Indio-Hilfe. Wo sind wir hier? Also das Amazonasbecken, hier ist Ecuador. Hier sind wir im Regenwald, im Amazonasbecken von Ecuador, Amazonasregion. Die Nord-Süd-Verbindung hier, die dicke rote, bedeutet das Ende des Straßennetzes. Das endet hier und alles östlich davon, rechts davon, ist fast ohne Wege, fast ohne Straßen. Das nennt sich die Amazonasregion von Ecuador und dort arbeiten wir hier in diesem Bereich links und rechts vom Pastaza-Strom, der ein Quellfluss des Amazonas ist. Ja, und dieses Mal zeige ich euch nicht nur Karten, sondern ich nehme euch mit hinein in den Urwald mit einem Video. Wir fliegen gemeinsam hinein. Diese Flüge sind unglaublich, weil man einfach 360 Grad rundherum nur Urwald bis zum Horizont sieht. Das ist der Sangay, der tätigste Vulkan. Wir fliegen mit kleinen Cessnas, wem es etwas sagt, Cessna 182, 206 und so weiter, das sind also maximal fünfsitzige kleine Flugzeuge, aber die sind sicher, die Piloten sind sehr gut. Ja, wir sind gelandet, sind mittendrin im Urwald. Hier nochmal eine andere Aufnahme vom Rio Pastaza, dem Fluss, an dessen beiden Ufern wir arbeiten. Hier sind seine zwei Hauptarme, aber der ist natürlich weit verzweigt. Das ist ein riesiges Auengebiet mit Altwassern und Sümpfen. Und wie es da unter diesen Baumkronen ausschaut, man schaut es immer nur von oben an, aber unten drunter, wenn man sich da nolens volens zu Fuß fortbewegen muss, da sieht es so aus. Das ist also jetzt hier höchstens
200 Meter vom Flussufer entfernt, wenn man in den Wald reingeht, dann ist es da ziemlich feucht. Und bei unseren Forschungsausflügen zusammen mit den Wissenschaftlern, da stapft man dann nicht selten wirklich tief im Schlamm. Die Stecken sind nicht dazu da, um sich zu stützen, sondern um zu stochern, wo Untiefen sind. Weil man kann ganz leicht plötzlich bis zum Bauch im Schlamm stecken und dann ist es wirklich schwierig, wieder rauszukommen. Also hier bin ich unterwegs mit einer Ornithologin, die schon seit vielen, vielen Jahren bei uns das Monitoring von speziellen Vögeln, aber auch anderen Tierarten macht. Ihr seht, wie es hier ausschaut. Und ihr müsst auch bedenken, wir waren ja mitten in unserem großen Projekt Schutz des tropischen Regenwalds durch Förderung seiner Ureinwohner. Das hat 2002 begonnen. Ich habe darüber berichtet im ersten Webinar. Das heißt, wir hatten voll zu tun, haben mit den Shuar und Atshuar in sämtlichen Lebensbereichen gearbeitet. Und da mitten rein platzte diese Nachricht. Die Meldung über extremen Anstieg von Malaria, Malaria tropica, Malaria falciparum. Und zwar war es so, ich kam wieder mal zu Besuch und landete bei den Atshuar und die sagen, stell dir vor, wir haben Malaria, in fast allen Dörfern sind Kranke und ein paar sind auch schon gestorben und bei den Shuar ist es genauso. Und es ist raufgekommen über den Fluss aus Peru. Und es ist ganz schrecklich. Und dann bin ich als allererstes ins Kreiskrankenhaus in der Provinzhauptstadt gegangen, habe mit den Ärzten gesprochen und die haben mir diese Übersicht hier gegeben. Ihr seht, Provinz Pastaza 2003. Und in 2003 gab es in der ganzen Provinz 433 registrierte Fälle von Malaria tropica und die gab es alle, sämtliche, im Kanton Pastaza. Das ist quasi das linke Flussufer, dort wo die Atshuar sitzen, dort wo wir arbeiten. Und Malaria vivax, das ist ja nicht ganz so schlimm, das ist mehr wie Sumpffieber, ist nicht unbedingt tödlich. Aber das war eben auch extrem angestiegen und die meisten Fälle davon auch wieder bei den Atshuar. Im Vergleich dazu das Jahr vorher, 2002, da waren es 92 Fälle von Malaria tropica im Verhältnis zu 433 im Jahr drauf. Und ihr müsst euch vorstellen, das sind nur die registrierten Fälle, denn im Wald wurde ja kaum irgendwas erhoben. Das heißt, es sind nur die Fälle, wo die Blutproben ans Kreiskrankenhaus hinauskamen, durch Verwandte des Patienten, durch Leute vielleicht, die sich schlecht gefühlt haben, ans Kreiskrankenhaus gegangen sind und dort stellte man dann fest, sie haben Malaria. Also, oder weil sie zu einem Militärstützpunkt gegangen sind und dort hat das Militär sie untersucht. Also das sind ganz seltene Fälle, wo die Blutproben überhaupt rauskommen in ein Labor. Und dann passiert es natürlich auch noch, dass Blutproben verwechselt werden, Objektträger verwechselt werden. Und wenn dann im Endeffekt die Nachricht in den Wald kommt, der sowieso hat Malaria tropica, dann war der sehr häufig schon gestorben. Und das ist natürlich ein unhaltbarer Zustand. Und das habe ich mit den Ärzten auch besprochen. Die sagten, ja, wir haben es schon dem Gesundheitsministerium in Quito gemeldet. Die sagen, wir sollen uns an die Malaria-Behörde halten. Aber die haben auch noch nicht richtig reagiert. Die wollen mehr Daten haben. Also ich habe schon gesehen, wir sind mitten in der üblichen Schlamperei. Und die Leute sind alle komplett, also verschreckt. Es war fürchterlich. Und ich wusste vor allen Dingen auch eins aus Erfahrung und das ist schon gleich eine Erfahrung, die ich mit euch teilen will. Manchmal muss man alles stehen und liegen lassen können. Ihr müsst euch überlegen, wir waren ja in diesem großen Projekt, hatten dafür auch Gelder von dem Bundesministerium, von unserem Deutschen. Also wir mussten eigentlich weitermachen. Aber mir war klar, ich kann mit Leuten nicht in Bildung arbeiten oder in einem Naturschutzprojekt oder in irgendwas, wenn in jedem Dorf Kranke und Tote sind. Ich muss dann wirklich alles liegen und stehen lassen können und sagen, so, jetzt ist Malariabekämpfung dran. Und das habe ich gemacht und habe mir als erstes mal angeschaut, wie weit es überhaupt verbreitet ist und was man machen kann. Ihr seht hier die Karte, die ihr inzwischen schon kennt, das Ende des Straßennetzes. Hier ist die Provinzhauptstadt Puyo von der Provinz Pastaza, das ist diese Riesenprovinz. Hier ist der Pastaza-Fluss,
Hier ist die Provinzhauptstadt Macas, die zuständig ist für Morona-Santiago, die Provinz, die hier auf dem rechten Flussufer ist. Und das ist unser Arbeitsgebiet, unser Projektgebiet. Und das ist fast identisch mit der Malaria-Verseuchung. Denn die Malaria war über den Pastaza-Fluss hier raufgekommen in dieses Auengebiet und hat sich bei den Shuar und Achuar verbreitet. Nun, wie kommt die Malaria darauf? Also da fliegen keine peruanischen Mücken nach Ecuador, sondern Peruaner, die schon Malaria im Blut haben, sind mit Booten den Rio Pastaza hinauf nach Ecuador gefahren, um Waren zu verkaufen. Und dann werden sie dort von ecuadorianischen Mücken gestochen. Dann sind diese Mücken infiziert und wenn die dann wieder den Nachbar stechen, also jemanden stechen, der vom Ort ist, einen Shuar oder Achuar, dann wird die Malaria übertragen. Also so kam das zustande und hat sich rapid verbreitet. Nun hatten wir zu dieser Zeit, die will ich euch noch zeigen, hier ist Jovienza, eine unserer Modellgemeinden. Dort hatten wir bereits schon 2002 eine Sanitätsstation gebaut und hier unten ist Charamensa. Dort hatten wir gerade eben 2003 eine Sanitätsstation eingeweiht. Insofern hatten wir schon wenigstens zwei Stützpunkte, die wir in Betracht ziehen konnten, um von dort aus irgendwelche Aktivitäten im Wald zu starten. Mir war auch klar, dass ich mit den Behörden in Quito nicht rechnen kann. Bestenfalls sind sie wohlwollend, vielleicht geben sie uns irgendein Material, aber die gehen nicht in den Wald, sonst hätten sie das ja schon längst tun müssen. Die gehen nicht in den Wald und die gehen bestenfalls rein, um mit Chemikalien zu sprühen. Die verteilen vielleicht Medikamente, aber die gehen nicht an die Wurzel. Von meinem zweiten Webinar wissen die dabei waren, dass ich immer sage, man muss den Problemen an die Wurzel gehen. Mir war klar, wir müssen die Diagnose hier in diesem Gebiet schaffen, weit ab vom Straßennetz. Es muss eine medizinische Infrastruktur bei den Shuar und Achuar geben, die sie unabhängig vom Flugzeug macht, unabhängig davon, Blutproben rauszuschicken, unabhängig davon, ob und wie schnell ecuadorianische Behörden reagieren. Das mussten wir aufbauen. Und das habe ich der Malaria-Behörde, die an der Hafenstadt Guayaquil sitzt, also über die Anden rüber, ganz am anderen Ende. Aber gut, denen... Mit denen habe ich Kontakt aufgenommen und gesagt, wir haben vor, eine eigene Infrastruktur im Wald auf den indigenen Territorien zu schaffen und macht bitte mit und ich treffe euch, um zu beraten. Das ist die Sanitätsstation in Jovins. Das ist die Sanitätsstation in Charamensa auf der Terrasse draußen. Das ist unser Wartesaal. Da seht ihr die Sanitäterin, die gerade mit schwangeren Frauen mit jungen Frauen die prä- und postnatalen Probleme bespricht. Und diese zwei großen Sanitätsstationen, die standen uns immerhin schon zur Verfügung. Und natürlich auch möglicherweise Ärzten, die dann reinkommen. So, an wen wende ich mich in einem solchen Fall? In Ecuador wende ich mich als Deutsche an die deutsche Botschaft in Quito. Und da muss ich jetzt erstmal ein Loblied auf die singen. Ich höre oft, dass man sagt, ja, die Botschaften, die taugen nichts. Also es kann sein in anderen Ländern, aber die deutsche Botschaft in Quito ist vom Allerfeinsten. Die sind freundlich, die kümmern sich, die tun was. Mit denen habe ich immer die allerbesten Erfahrungen gemacht. Und das möchte ich hier deutlich sagen. Und falls irgendeiner das mal hören sollte, das Webinar, der von der Botschaft ist, dann soll er auch bitte meinen Dank entgegennehmen. Denn ja, wenn alle Botschaften so wären, würde es vielleicht auch weniger Probleme geben. Gut, dann wende ich mich natürlich an das Gesundheitsministerium. Das macht von Quito aus nicht viel, aber es empfiehlt mir zumindest die Malaria-Behörde. Also das Gesundheitsministerium hat der Malaria-Behörde gesagt, kümmert euch, redet mit der Frau. Dann habe ich meine Kreiskrankenhäuser in den Provinzhauptstädten, mit denen hatte ich ja schon Kontakt. Und dann empfehlen natürlich alle immer auch die Missionen, weil die Missionen Stationen im Wald drin haben, bei den Shuar, bei den Achuar. Und die könnten natürlich eigentlich auch helfen. Bloß meine große Erfahrung ist, dass sie das eigentlich fast nie bis ganz nie tun. Also die
ja, wenn einer zu Ihnen kommt, direkt an die Missionsstation, dann kann es sein, dass Sie dem ein Medikament geben oder vielleicht sogar das Blut untersuchen, wenn Sie einen Objektträger haben. Aber die gehen nicht raus, um irgendeine Aktion zu starten. Das machen die nicht und Geld kriegt man natürlich überhaupt nicht. Parallel zu der Botschaft in Quito und zum Gesundheitsministerium habe ich sofort unser deutsches Entwicklungshilfeministerium, das heißt BMZ, in Bonn, die sitzen nach wie vor in Bonn, informiert, weil ich ja wusste, ich würde viel Geld brauchen. Und da habe ich schon gleich beim Entwicklungshilfeministerium angemeldet, ich habe vor, eine medizinische Infrastruktur im Wald aufzubauen. Ich werde circa 300.000 Euro brauchen über 2 bis 3 Jahre. Das hatte ich über den Daumen schon kalkuliert. Und sagt mir bitte, in welchem Zeitraum ich Antrag stellen kann und das dann möglich sein wird. Gut, die haben mir als erstes geantwortet, auf mein allererstes Schreiben hin, in Ecuador gibt es keine Malaria. In der ecuadorianischen Amazonasregion gibt es keine Epidemie. Gut, dann bin ich zu meinen Kreiskrankenhäusern, habe gesagt, ich brauche das bitte alles schriftlich. Die Erhebungen, die Übersichten, habe sie wiederum dem Entwicklungshilfeministerium geschickt. Dann bekam ich die Antwort, ja, wir haben die Auskunft von der Weltgesundheitsorganisation. Hier ist sie, die WHO. Die haben gesagt, da ist nichts. Dann habe ich gefragt, ja, und wann hat die WHO zuletzt mit dem Gesundheitsministerium in Quito gesprochen? Oder wann war ein Mitarbeiter von der WHO zuletzt in der ecuadorianischen Amazonasregion? Und da haben die sogar ganz ehrlich geantwortet und haben gesagt, mit dem Gesundheitsministerium in Quito, letzter Kontakt letztes Jahr und in der Amazonasregion vor 5 Jahren, zuletzt vor 5 Jahren. Ja, bitteschön, da gab es halt noch keine Epidemie, aber jetzt gibt es sie und zwar schon seit Monaten. Gut, daraufhin hat das Entwicklungshilfeministerium gesagt, okay, wenn es dann doch eine gibt, dann können Sie Antrag stellen, schicken Sie den mal rüber. Aber sie haben von Anfang an zur Auflage gemacht und haben gesagt, das können sie ja gar nicht allein stemmen. Also das Ministerium geht immer davon aus, dass Indio-Hilfe das nicht alleine kann. Obwohl wir damals ja doch auch schon über 20 Jahre in Ecuador gearbeitet hatten und viele erfolgreiche Projekte zu Ende brachten. Ja, das Entwicklungshilfeministerium arbeitet mit der GTZ, mit der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, zusammen, das heißt, die haben auch Gelder von denen, das sind ja unsere Steuergelder. Heute heißt die GTZ GITS, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, und ist zuständig für Projekte von Staat zu Staat. Also wenn Frau Merkel dem Präsidenten von Ecuador verspricht, mit der und der Summe zu helfen, dann kann dieses Projekt dann vor Ort die GITS begleiten. Das sind also so diese Art von zusammenarbeiten und dann gibt es die KfW-Bank, die euch allen ein Begriff ist. Und sowohl die GTZ als auch die KfW-Bank arbeiteten bereits in der ecuadorianischen Amazonasregion und deswegen sagte mir das Entwicklungshilfeministerium, sie müssen die besuchen, sie müssen mit denen Kontakt aufnehmen und die sollen ihnen dann helfen und da müsst ihr was miteinander machen. Gut, zu allerletzt haben sie mir dann noch die Mission der Salesianer empfohlen, weil der Hauptsitz der Salesianer ist hier in Deutschland in Köln. Und sie meinten, ich sollte mit den Salesianern in Köln sprechen, weil die ja viele Niederlassungen in Ecuador haben. Also die katholischen Vertretungen in Ecuador sind hauptsächlich Salesianer. Okay, musste ich also machen, obwohl ich schon wusste, dass da wahrscheinlich nichts dabei rauskommt. Ich habe die also alle angeschrieben. Und dann habe ich euch jetzt hier Ausschnitte von den Antwortmails eingescannt. Weil man muss sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen, es glaubt einem sonst keiner. Also die GTZ schreibt sehr freundlich, dass sie nichts tun kann, aber sollte sich die Epidemie auch auf den Andenabhang, um es abzukürzen, und das Biosphärenreservat zu Marco, Projektregion der TZ, der technischen Zusammenarbeit, ausdehnen, so kann die GTZ, sofern die Aktivitäten der Indio-Hilfe sich auf diese Gebiete ausdehnen, gerne logistische Unterstützung, zum Beispiel den Zugang zu den Verwaltungen und Zielgruppen in den Gemeinden bieten, in denen die GTZ tätig ist und so den Beraterteams der Malariabekämpfung den Zugang erleichtern. Das heißt, wir helfen euch nicht, aber wenn die Malaria bis zu uns kommt, dann können wir euch logistisch unterstützen, falls ihr kommt und die Arbeit macht.
Und dann wollen Sie uns als Arbeit tatsächlich als Unterstützung anbieten, den Zugang zu den Gemeinden. Ja, Himmel, Herrgott, nochmal. Ich habe es doch nicht nötig, mir von einer GTZ Zugang zu irgendeinem Indianerdorf ermöglichen zu lassen oder zu einem Präsidenten irgendeiner Föderation. Die Kontakte habe ich, da kann ich der GTZ helfen. Also das Ganze ist so hanebüchen. Es ist einfach so arrogant, wie die grundsätzlich sind. Sie sind arrogant und ineffizient. Und das sage ich laut und deutlich und dafür dürfen Sie mich auch anklagen, weil es steht mir bis hier. Wirklich wahr. Ähnliche Antwort von der KfW, die war eigentlich fast noch unverschämter. In beiden Ländern, schreibt mir die KfW, ist der Gesundheitsbereich kein Schwerpunkt der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, sondern können Gesundheitsmaßnahmen allenfalls im Kontext von Vorhaben der ländlichen Entwicklung wie diesen finanziert werden. Aufgrund der langwierigen Verfahren, nehme ich an, heißt es, die auf langfristige und strukturelle Wirkungen ausgelegt sind, sind wir im Rahmen der EZ auch kaum in der Lage, auf ganz, jetzt muss ich direkt mal das hier hochschieben, weil sonst kann man das schlecht lesen. Da tun wir es mal weg. Ja. Kaum in der Lage, auf ganz aktuelle Entwicklungen wie die Bekämpfung einer Epidemie zu reagieren. Dazu muss ich euch sagen, die haben im Atra-Gebiet gearbeitet. Die hatten ein Riesenprojekt mit Abermillionen im Atra-Gebiet vor. Aber wenn die Leute dort sterben, ja, dann können sie leider nichts tun. Jetzt kommt der Oberhammer. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Know-how im Dialog mit den Trägern der FZ-Vorhaben einzubringen und sich dort bei der Definition und späteren Ausschreibungen von Einzelmaßnahmen zu beteiligen. Ja, geht's noch? Also, Sie können leider nichts tun, weil Sie Ihre Verfahren zu langwierig sind und weil Sie leider auf eine Epidemie nicht reagieren können. Aber wenn Sie dann mal in Zukunft eventuell in Gesundheit arbeiten, dann dürften wir uns als Indio-Hilfe, dürfen wir sagen, Herr Lehrer, ich weiß was, und dürften uns an späteren Ausschreibungen, um Mitarbeit bewerben. Also ich meine, noch zynischer ist es eigentlich schon fast gar nicht mehr möglich. Aber so sind die, ich wusste es und ich habe es aber gemacht, weil ich musste ja diese Antwort schreiben, dem Entwicklungshilfeministerium vorlegen, um zu beweisen, dass da nichts zustande kommt. Ein ähnliches Schreiben habe ich von den Salesianern bekommen, sehr freundlich. Sie sagten einfach und auch verständlicherweise, wir haben so viele Niederlassungen in Ecuador, wenden Sie sich an die örtlichen Salesianermissionen. Okay, also so viel dazu. Das heißt, wenn wir uns jetzt wieder die relevanten Behörden und Institutionen anschauen, die deutsche Botschaft in Quito, natürlich mit allem, was ihr zur Verfügung steht, dem Gesundheitsministerium, dem habe ich 20% gegeben, weil sie immerhin wohlwollend waren und uns ja die Malariabehörde empfohlen haben und auch der Malariabehörde gesagt haben, kümmert euch, unterstützt die. Also insofern war das nicht keine direkte Hilfe, aber immerhin eine Unterstützung. Ja, dann die Malariabehörde hat sehr gut funktioniert. Allerdings kommt da noch ein Haken, den wir nachher behandeln. Die Kreiskrankenhäuser waren super, aber die haben ja kein Geld, keine Mittel. Und auf der rechten Seite, ja, hier bleibt eigentlich nur von deutscher Seite 60% Entwicklungshilfeministerium. Warum 60%? Sie haben uns zwar das Projekt im Endeffekt bewilligt, aber mit wesentlich weniger Mitteln, als ich beantragt hatte. Und zwar einfach deswegen, weil Sie ein paar Maßnahmen gestrichen haben. Und das müssen wir uns jetzt auch auf der Zunge zergehen lassen. Gut, also nochmal zurück, dass ihr seht, wir haben hier unsere zwei Sanitätsstationen, von denen aus die ganze Kampagne geleitet werden sollte. Aber uns war klar, dass für ein so riesiges Gebiet natürlich zwei Stationen nicht reichen. Wir brauchten also viele Stationen über das ganze Gebiet verteilt, je nach Bevölkerungsdichte, je nachdem, wie viele Dörfer in der Nähe beieinander waren. Und da kamen wir dann im Endeffekt auf 12 Sanitätsstationen, die wir verteilt über das Gebiet brauchen würden. Das ganze Gebiet steht hier, Gebiet der Malaria-Kampagne, 14.500 Quadratkilometer. Das ist also ganz schön groß. Das sind 1.450.000 Hektar, falls das für irgendwen leichter zu rechnen ist. Also jedenfalls ist es ein riesiges Gebiet.
Und dafür haben wir 12 Sanitätsstationen vorgesehen, die dann die Betreuung des Gesamtgebiets leisten würden. Und das haben wir mit der Malaria-Behörde besprochen. Und nun ging es natürlich darum, Sanitäter zu finden, die am Mikroskop in der Malaria-Diagnose ausgebildet werden. Mir war klar, dass wir hier niemals mit Personal von draußen arbeiten können, sondern wir mussten Achua und Schwa finden, die sich ausbilden lassen als Laboranten, um am Mikroskop die Diagnose vor Ort zu leisten. Und diese Ausbildung wiederum, die sollte die Malaria-Behörde machen. Das hatten wir besprochen, da haben die auch Ja gesagt. Hier könnt ihr das mal sehr schön sehen. Wir haben also zum Beispiel hier festgelegt, am Ort Capatinenza soll eine neue Sanitätsstation entstehen. Und diese circa 30 Dörfer rundherum sind der Einzugsbereich für diese Sanitätsstation. Aus jedem Dorf, das war das Kriterium, darf es nicht weiter sein oder nicht länger dauern als einen Tag, um von dem Dorf zur Sanitätsstation zu kommen. Die Idee ist, dass wenn hier Patienten sind, dass die Malaria-Helfer, der Patient kann ja nicht mehr laufen, dass die Malaria-Helfer aus jedem Dorf in einem Tag mit der Blutprobe zu Fuß oder mit dem Kanu hier ankommen an der Sanitätsstation, wo der Laborant mit dem Mikroskop sitzt und natürlich mit den Medikamenten. So. Und das ist zwar keine sehr elegante Karte, aber die tollste Karte überhaupt. Ihr seht hier das ganze Gebiet. Die grünen Punkte sind 112 Dörfer bei den Schwar und Achua mit 11.460 Personen, Einwohnern. Ihr seht die roten Punkte, das sind die 12 Sanitätsstationen, die so verteilt wurden, dass aus all diesen 112 Dörfern man in einem Tag zu einer dieser Stationen gelangen kann. Und dieses ganze System haben wir der Malaria-Behörde erklärt. Die waren damit einverstanden. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir die ausbilden. Und wir hatten so Erste-Hilfe-Sanitäter, die heißen Promotores de Salud. Die hatten wir schon früher ausgebildet. Es gibt überall im Wald, ja, also es ist wirklich Erste Hilfe, die können spritzen, die können Medikamente verteilen und einen Verband anlegen und mehr können sie nicht. Aber immerhin haben sie schon eine Ahnung. Und wir haben gesagt, wir suchen uns diese Promotores de Salud und die sollen am Mikroskop ausgebildet werden und die späteren Laboranten sein. Und da sagte uns die Malaria-Behörde, okay, schickt sie uns nach Guayaquil, denn die haben ihren Sitz in der Hafenstadt. Schickt sie uns nach Guayaquil, hört gut zu. Die Ausbildung dauert ein halbes Jahr. An den Werktagen vormittags 4 Stunden Unterricht, 6 Monate im Ganzen. Jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, dass es unmöglich ist, ein halbes Jahr erstens zu finanzieren, zweitens Urwald-Indianer 6 Monate lang in eine Hafenstadt zu stecken, wo es dreckig ist, wo es kriminell ist, wo vor allem die Bevölkerung mehr oder weniger schwarz ist. Und das Ganze, um nur 4 Stunden am Tag Unterricht zu haben. Ja, was machen die denn am Nachmittag? Was machen die denn in der Nacht? Die verkommen dort einfach. Also es war völlig unmöglich, die da hinzuschicken. Ich habe es auch abgelehnt aus dem Grund, weil ich meine, dass die Behörden endlich mal lernen müssen, zu ihren Leuten zu gehen. Die müssen in den Wald gehen. Der Wald, die Amazonia, ist riesengroß. Da wohnen unendlich viele Indigene drin. Das sind auch Äquatorianer. Und dann müssen halt die Behörden sich mal bequemen, in den Wald hineinzugehen. Ich habe also gesagt, ich bestehe darauf, dass ihr in den Wald kommt. Wir stellen euch die beiden Sanitätsstationen, die schon recht ordentlich sind, mit Unterkünften, mit Dusche, mit allem, zur Verfügung. Hier könnt ihr die Ausbildung machen. Und zwar hier in Jovienza für alle Schwar. Wir holen alle Auszubildenden hierher. Und hier in Charamenza alle Achua, die kommen dann alle hierher und dann gebt ihr denen Unterricht. Und zwar nicht 4 Stunden am Vormittag, sondern den ganzen Tag. Dann sind wir nämlich statt auf 6 schon auf 3 Monate gekommen. Und wenn wir dann noch Samstag, Sonntag auch Unterricht geben, dann sind wir vielleicht bei 2,5 Monaten. Und dann könnt ihr mit mir reden. In 2,5 Monaten maximal müssen die ausgebildet sein. Wir haben eine Epidemie, bitte lasst euch das mal eintropfen. Das sind unsere Mikroskopistas, also das sind unsere
auszubildenden Laboranten. Das ist natürlich ein Foto von später, als sie dann ihre Mikroskope endlich hatten. Aber das war unsere Vorstellung, dass sie in unserer Sanitätsstation ausgebildet werden von den Ärzten der Malariabehörde. Wir bekamen dann endlich eine Zusage, allerdings mit einem Pferdefuß. Die Behörde wollte uns jeweils 2 Ärzte im Turnus schicken und jeder Arzt sollte pro Tag 100 US-Dollar Honorar bekommen. Stellt euch vor, 100 US-Dollar täglich für Ärzte, die bei der Malariabehörde fest angestellt sind. Das war Wucher, eine Unverschämtheit, schlicht eine Erpressung angesichts der Epidemie. Ich traf mich mit dem Malaria-Direktor in Quito und konnte ihn runterhandeln, aber 60 Dollar pro Ausbilder pro Tag trafen uns. Eine weitere bittere Erfahrung. Und dann kam endlich die gute Nachricht. Im Juli 2005, im Juli 2004 hatten wir angefangen, alle zu informieren. Wir haben also tatsächlich ein ganzes Jahr gebraucht, um alle zu informieren, um sie zu überzeugen, um sie in Gang zu bringen, um natürlich unser Projekt zu organisieren mit den Volksvertretern der Shuar und der Achua. Und dann tatsächlich, hier schreibe ich es in der Mail, lieber Sepp, wir haben es geschafft. Der liebe Sepp ist der Sepp Wölker, das ist der deutsche Botschafter damals in Quito gewesen. Ein sehr netter Mann, der uns unglaublich geholfen hat. Und da bringe ich ihm die gute Nachricht, unglaublich aber wahr, das BMZ gewährt uns eine Unterstützung für die Malaria-Kampagne von 150.000 Euro über 18 Monate. Das war natürlich nicht das, was ich erhofft hatte, aber 150.000 ist ja auch schon was. Ich gratuliere uns allen und bedanke mich herzlichst für deine unermüdliche Unterstützung und notwendige Hartnäckigkeit. Also der Botschafter hat wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und er antwortet mir, das finde ich jetzt besonders belustigend, liebe Mascha, zu diesem wunderbaren Erfolg kann, soll man, ergo ich, lieber zweimal gratulieren. Bravo, bravo auch, weil was Konkretes dabei an Hilfe kommt und nicht schon wieder ein GTZ-Experte. Also ihr seht schon, ich kenne niemanden, der die GTZ-Experten liebt und von denen viel hält. Und so ähnlich ist es mit den KfW-Experten, weil wir einfach alle miteinander viel zu viele schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber jedenfalls, jetzt hatten wir 150.000 Zuschuss und zusammen mit der Nachricht, dass das Projekt bewilligt ist, wurde ich nach Bonn eingeladen. Es hieß, Sie müssen aber nach Bonn kommen, wir müssen mit Ihnen sprechen, denn da gibt es ein paar Punkte, die zu klären sind. Ich fuhr nach Bonn zusammen mit meinem Mann. Das war immer wichtig, dass der bei Gesprächen, wo man schon ahnt, es wird ein bisschen unangenehm, dass er dabei ist, weil ich bin schon der Typ, wenn die einen dann so arrogant angehen, der denen am liebsten den Kragen umdrehen würde. Also ich brauchte meinen Mann zur Beruhigung der Situation. Und das war dann auch dringend notwendig. Ich kam dort an und sie stellten mir die allergottöberste Ärztin vor, die eben Projekte in den Tropen, die vom BMZ unterstützt werden sollen, beurteilt. Ich sage nicht den Namen der Ärztin, aber wenn einer das jetzt genau wissen will, dann kann er es hinterfragen. Ich habe das natürlich alles dokumentiert. Diese Ärztin kam zu unserem Treffen und sagte, ja, also ich habe das alles durchgelesen. Das ist wie folgt. Also ich persönlich, ich war noch nie in Südamerika, ich war auch noch nicht im Urwald, aber ich kenne Afrika, dort habe ich schon viel gearbeitet. Und ich sage Ihnen gleich, vergessen Sie die Ausbildung dieser Laboranten, dieser Indigenen am Mikroskop, die werden das nicht lernen. Denn die Schwarzen in Afrika lernen es auch nicht. 21, 22, 23. Die Schwarzen in Afrika lernen es auch nicht. Und deswegen lernen es auch unsere Indigenen nicht. Ja, da kann man natürlich gar nichts sagen. Da kann man nur daraus lernen, sich zu beherrschen. Und da kann ich euch nur weitergeben für den Rest des Lebens. Man muss lernen, wirklich einfach der Sache zuliebe und vor allem in diesem Fall diesen leidenden Menschen zuliebe, eben
nicht aufzustehen und die Tür zuzuknallen, der nicht die Augen auszukratzen, sondern einfach zu sagen, ja, okay, dann gibt es eben keine Mikroskope. Gut, das war die eine Auskunft von der Ärztin. Und dann kam die zweite schlechte Nachricht. Wir sind dann mit der Sachbearbeiterin in deren Büro gegangen und dann sagte ich, ja, und was ist mit den Zuschüssen zum Transport? Sie wissen ja, wir müssen fliegen und es werden sehr viele Flüge anfallen, viel Materialtransport, Transport von Personen. Nein, Zuschüsse zum Transport gibt es nicht, weil die Zuschüsse zum Transport des Gesamtprojekts Schutz des tropischen Regenwalds durch Förderung seiner Ureinwohner, was ja noch lief parallel, das hatte auch keine Zuschüsse bekommen. Wir hatten ausgerechnet, dass es bei diesen vielen Flügen viel billiger ist, eine kleine Cessna zu kaufen. Die gibt es recycelt von Cessna selber, von der Firma, für 25.000, 30.000 Euro. Gibt es die mit einer Garantie von weiteren 10 Jahren. Das ist ein Wohltätigkeitsprojekt der Firma Cessna. Die stellen das NGOs, die da im Wald medizinisch arbeiten, zur Verfügung. Wir hatten also ausgerechnet, wir können viel billiger eine Cessna kaufen und dadurch billiger fliegen als 30.000, 40.000 Euro Flugkosten pro Jahr an eine fremde Gesellschaft zu zahlen. Und als wir das vorschlugen, sagte uns diese Sachverständige, ja, Sie sind ja wohl nicht ganz bei Trost, stellen Sie sich mal vor, wir würden so ein Flugzeug finanzieren. Dann steht in Bild ganz groß, mit Steuergeldern werden Flugzeuge finanziert, mit denen sich die Indianerfürsten Nutten in den Wald fliegen lassen. O-Ton. Mit Steuermitteln werden Flugzeuge finanziert, vom BMZ Flugzeuge finanziert, mit denen sich die Indianerfürsten die Nutten in den Wald fliegen lassen. Und deswegen haben wir keine Unterstützung bekommen. Gut, also ihr seht schon, was da an diesen Ministerien alles so rumlaufen kann. Ich sage nicht, dass alle schlimm sind. Ich habe auch 2, 3 gute Beispiele in meinem ganzen langen Leben erlebt. Aber es ist schon der Hammer, überhaupt sich so auszudrücken und wie despektierlich die sind, wie die von den Indigenen denken und überhaupt von den Zielgruppen, von den Völkern, für die sie ja eigentlich arbeiten sollten. Gut, es gab also kein Geld für die Mikroskope und die Ausbildungskurse. Es gab kein Geld für den Transport. Und damit mussten wir natürlich außer trocken schlucken auch schauen, wo wir die Mittel herkriegen. Ja, parallel dazu haben wir eine gute Erfahrung gemacht. Mit 150.000 vom BMZ wussten wir schon, können wir natürlich nicht die Moskitonetze kaufen, die dringend notwendig sind, denn die guten Netze gibt es nicht in Ecuador. Jedenfalls damals gab es sie nicht. Die einzigen Netze, die es in Ecuador zu kaufen gab, hatten so große Maschen, dass die Mücken also zu zweit paarweise durchfliegen konnten. Wir bestellten die Netze bei der Aktion Medior hier in Deutschland. Aktion Medior kann ich nur empfehlen, wenn es mal einer braucht. Eine super Organisation, sehr offen, sehr bereit zu helfen. Und bei denen haben wir 5.500 doppelschläfrige Netze bestellt. Also ihr seht, dieses Netz hier ist so groß, dass, also wie ein großes Doppelbett. Und der Vorteil ist, dass die Indianer Rudel schlafen. Also da schlafen die Eltern mit kleinen Kindern oder mehrere Geschwister beieinander. Insofern konnten wir also für mehrere Personen, mindestens 2, jeweils ein Netz zur Verfügung stellen. 5.500 solche großen Netze bestellten wir bei der Aktion Medior. Und die wiederum haben sie gekauft in Vietnam. Die kamen also aus Vietnam. Hier waren in Haiphong, im Hafen von Hanoi. Haiphong wurden die verschifft und dann über den Pazifik nach Guayaquil in unsere berühmte Hafenstadt. Hier habt ihr das, 55 Ballen, 5.500 Netze. Und die wurden weggeschickt am 2. Januar 2006. Also das ist jetzt schon 1,5 Jahre, nachdem wir angefangen hatten, an diese Epidemiebekämpfung hinzuarbeiten. Immerhin waren sie unterwegs, kamen auch noch im Januar. Und dann kommt jetzt der nächste Windmühlenflügel. Sie kamen an in Guayaquil im Hafen. Ich habe 2 Freunde mit dem LKW runtergeschickt, um die Netze abzuholen. Und dann sagten die Zollbehörden im Hafen, ja, das muss jetzt erst untersucht werden. In den Ballen kann ja alles drin sein.
Und also es kamen 1000 Wenn und Abers. Und es dauert ungefähr, wissen wir noch nicht, 3, 4, 5 Monate kann es dauern. Wir haben so viel zu tun, bis wir das untersucht haben. Aber wir könnten natürlich das auch eiliger bearbeiten, das dringlich machen. Wir könnten da auch ein paar Leute extra dran setzen. Dann ist es vielleicht in 1, 2 Monaten durch oder vielleicht in einem Monat. Das kostet allerdings 30.000 extra. Also das Ganze war überhaupt natürlich ein Schwindel, eine schiere Erpressung. Sie wollten 30.000 Dollar, um diese Moskitonetze rauszugeben, die dringend auf der anderen Seite der Anden zur Bekämpfung der Malaria-Epidemie gebraucht wurden. Also das war natürlich absolut ein Schlag in die Magengrube, dass wir nicht zu den Netzen kamen. Aber ich muss euch ehrlich sagen, das war der Fall, eigentlich einer der ganz wenigen, wo ich nicht bereit war, nachzugeben, sondern gesagt habe, ich besteche nicht. Wir müssen uns halt jetzt organisieren. Wir müssen dabei alle anderen Maßnahmen durchziehen. Wir hatten ja 12 Sanitätsstationen zu bauen. Das heißt nicht 12, sondern 10. 2 hatten wir schon. Aber 10 Sanitätsstationen werden auch nicht einfach so hingestellt. Wir mussten die Sanitäter zu Laboranten ausbilden. Also es war ja nicht so, dass uns die Arbeit ausging. Und ich habe den Freunden von mir nur einfach gesagt, steht denen auf den Zehen, aber ich zahle nichts. Außerdem hätten wir ja 30.000 gar nicht erübrigen können. Die brauchten wir ja dringend für die Aktion selber. Also da seht ihr, was einem da alles passieren kann. Das war jetzt schon zum Start eigentlich ziemlich hässlich alles. Aber wie immer kommen dann auch wieder Lichtblicke. Und wirklich begeisternd war die Ausbildung der Laboranten im Wald. Hier im Bild sind wir bei den Schwa in Juvins. Stellt euch vor, der ununterbrochene tägliche Unterricht bis zum Abschlussexamen, bis zum Diplom, dauerte exakt 50 Tage. 50 Tage im Wald statt 6 Monate in der Hafenstadt. Wir von Indio-Hilfe und die Waldbevölkerung waren natürlich fast euphorisch, einfach glücklich. Und die Ausbilder, die Ärzte aus Guayaquil, waren von den Leistungen der Indigenen fasziniert. Sie sagten uns, die Durchschnittsnoten im Examen seien besser als bei Studierenden in der Stadt. Und sie versprachen, wiederzukommen. Sie wollten die Laboranten in der Diagnose weiterer Tropenkrankheiten ausbilden. Toll. Aber dann bitte schön auf Kosten des Staates. Der Herr rechts neben mir mit der Federkrone, das ist der Präsident der Schwa, also der gewählte Präsident des ganzen Volkes. Und alles andere sind sie, die ausgebildet wurden. Die Mikroskope mussten wir erbetteln und zum Teil kaufen, denn sonst hätte ja auch der Unterricht nicht stattfinden können. Das war also auch nochmal eine lange Aktion von mehreren Monaten, bis wir das beieinander hatten. Ja, ist das jetzt die Verteilung der Diplome? Dann hatten wir natürlich auch Mädels dabei. Wir hatten 3 Frauen dabei. Der Arzt hier neben mir, das ist der Leiter von der Malaria-Behörde, der selber auch unterrichtet hat. Der kam natürlich extra zu den Examen in den Wald. Ja, sie wurden quasi vereidigt. Also ihr seht hier auch der Präsident, der will schon, dass die Sanitäter versprechen, dass sie ihrem Volk helfen werden und das gewissenhaft machen werden. Die müssen sich da schon verpflichten. Also die Gewehre liegen immer überall rum, muss ich dazu sagen, weil die gehören zur Tracht
Und wenn das Gewehr gerade mal im Weg ist, dann legt man es halt irgendwo hin. Das ist der Schreiner von Jumins und der Schreiner hat für jedes Mikroskop einen Kasten gebaut, innen mit Filz ausgestattet, damit sie also nicht feucht werden und nicht gestoßen werden. Das waren wunderbare Kästen, wo sie sicher drin aufbewahrt werden konnten. Ja, das macht nichts, wenn ihr das nicht versteht. Ich erzähle es euch. Das ist der Übergang jetzt von der Ausbildung der Laboranten am Mikroskop zur Diagnose, die also dann in Zukunft an den Sanitätsstationen arbeiten, und zwar immer 2 pro Sanitätsstation. Wir haben also 24 Laboranten dann im Endeffekt aus den allen, die da abgeschlossen haben, gekürt, die besten natürlich. Und jetzt müssen wir ja noch die Malaria-Helfer in den Dörfern unterrichten. Das heißt, in jedem Dorf, das dann innerhalb eines Tages mit der Blutprobe an die Sanitätsstation kommen kann, müssen vor Ort Malaria-Helfer sitzen, die auch so weit ausgebildet sind, dass sie die Blutprobe nehmen können, den Blutstropfen auf einem Objektträger und dann zu der Sanitätsstation fetzen. Und das ist also jetzt die 2. Ausbildungsphase des gesamten Projekts, der Kampagne. Also Kampagne gegen die Epidemie von Malaria falciparum, das ist die Tropica und Vivax, in 112 Dörfern und für 11.460 Bewohner der Amazonasregion 2005 bis 2007. Das hat die Malaria-Behörde veröffentlicht so. Planung zur Ausbildung der Uchich-Zwakratin. Uchich heißt auf Schwar und Achwa, Uchich heißt klein. Und Zwakratin ist der Heiler, der kleinen Heiler. Das waren also die Malaria-Helfer. Verteilung der Moskitonetze und Basisausbildung in den Gemeinden. Diese Malaria-Helfer und wir natürlich, die Laboranten und unsere Mitarbeiter von Indio-Hilfe, wir sind in jedes Dorf gegangen und haben dort die Bevölkerung ausgebildet, auf was sie achten müssen, um Brutstellen der Mücken zu beseitigen, damit es keine Tümpel gibt, nicht irgendwo Wasser in Gefäßen rumsteht, allgemein Hygieneregeln etc. pp. Also ich muss sagen, bei der Erarbeitung dieses Webinars musste ich unentwegt an unsere aktuelle Situation mit der Pandemie denken, denn damals die Malaria-Epidemie mit den Maßnahmen dagegen, das hat schon viel Ähnlichkeit. Also Ausbildung der Gemeinden, die Teil sind des Netzes zur Kontrolle der Malaria in den Gebieten der Shuar und Achuar. Proyecto financiado por Indio Hilfe, Projekt finanziert durch Indio Hilfe. Also das Finanzieren ist ja dabei nicht das Wichtigste, es muss sein, aber unser finanzieller Anteil war natürlich relativ klein im Verhältnis zu unserer Planung, unserer Organisation und unserer Begleitung. Also auf diese Arbeit bin ich wesentlich stolzer als auf die Finanzierung. Und hier seht ihr, wie das dann passierte. Inzwischen haben wir die Netze bekommen. Ihr wisst, dass uns im Januar die Zollbehörden sagten, sie lassen sie nicht raus, außer wir zahlen 30.000. Aber dann haben wir sie bekommen im Endeffekt, ich glaube, im September. Also es hat ein gutes halbes Jahr gedauert, bis wir die rausbekamen, ohne Bestechung. Und dann war inzwischen ja alles schon parat und wir konnten die Besuche der Dörfer planen. Ihr seht hier links die 12 Dörfer, das sind also die roten Punkte auf der Landkarte. Und hier rechts die Tage, an denen sie besucht werden, also das erste, Juvienza, vom 17. bis 20. November 2006. Und so ging das los von Mitte November bis Ende April. In dieser Zeit sind wir durch die 100 Dörfer geturnt. Also eigentlich 112 Dörfer, wenn wir die Dörfer mit den Sanitätsstationen mitrechnen. Ja. Jetzt ging es um die Ausbildung der kleinen Heiler. Die sind also nur in den grünen Punkten. Ja, 100 Dörfer haben wir besucht in der Zeit. Und ihr erinnert euch vorhin am Anfang an das Bild, wie man da durch den Sumpf stapfen muss zum Teil.
und natürlich alles tragen. Denn die Netze zum Beispiel und das ganze Material, wurde ja nur mit den Fliegern hierher geflogen, zu den Sanitätsstationen. Und von dort aus mussten es die Achua und Schwa auf dem Rücken in die jeweiligen Dörfer tragen. Und jetzt haben wir wieder einen kleinen Filmausschnitt. Der Herr hier ist der Eduardo Escobar. Das war damals mein Projektleiter vor Ort, ein ehemaliger Oberst des Heeres. Und der war natürlich ideal, weil solche Obersten, die können natürlich Logistik, die beherrschen die Organisation. Also für diese Malaria-Kampagne war der super. Sonst hatte ich manchmal Konfrontationen mit ihm. Aber wie gesagt, die Malaria-Kampagne, die war ihm auf den Leib geschrieben und das hat er auch ganz toll gemacht. Und hier seht ihr, wie wir in einem der Dörfer die Moskitonetze verteilen. En ese, eso es lo que yo también he estado pensando en todo momento, en todas las comunidades que he caminado, de organización, para que esa organización les pueda ser mejor. Schaut mal, hier sind die Ballen hinten, diese riesen Ballen, die da kamen. Und die Netze sind einzeln in die blauen Tüten verpackt. Es sind also diese riesigen Netze, ganz engmaschig. Ergebnisse all dessen, was ihr da gesehen habt. Ziel Nummer 1 war Ausrottung der Malaria. Und zwar nicht nur Bekämpfung, sondern Ausrottung. Und das ist wirklich, glaube ich, eines der ganz, ganz großen Ergebnisse in den 40 Jahren, seit ich dort arbeite. Wir haben sie tatsächlich mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Seit 2007 bis heute hat es keine Malaria mehr links und rechts vom Pastassa-Fluss gegeben. Und das zu erreichen, ist schon großartig. Und wir haben die Dokumentation über diese ganze Kampagne, wie wir das gemacht haben, sehr ausführlich niedergeschrieben. Und viele haben sich darum beworben, diese Ausarbeitung zu bekommen für andere Gegenden. Es kamen Organisationen aus Peru zu uns und haben gesagt, dürfen wir bitte eure Malaria-Kampagne, die Beschreibung haben. Es kamen Leute aus Kolumbien, die sie haben wollten. Und der Witz ist, es kam eine Organisation, die in Afrika arbeitet und sagte, ja, wir wollen schauen, ob wir das irgendwie für hiesige Verhältnisse anpassen können. Da habe ich nicht gesagt, aber eure Schwarzen lernen es am Mikroskop nicht. Also ich bin sicher, die haben es auch gekonnt. Gut, Ausrottung der Malaria. Dann haben wir durch diese Infrastruktur wirklich die erste medizinische Infrastruktur in der Amazonasregion Ecuadors geschaffen. Natürlich eine Infrastruktur, die nicht nur der Malaria dient, sondern seitdem allen Bekämpfungen, allen Brigaden, die reinkommen, allen, ja, für alle Krankheiten dann im Endeffekt zuständig ist. Erstes indigenes Netz zur Malaria-Kontrolle auf indigenen Territorien. Mir war ja auch wichtig, dass die Indigenen sich selber helfen können, dass sie nicht abhängig sind davon, dass irgendein Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums reinkommt oder der Malaria-Behörde, sondern dass sie selber Malaria erkennen können, selber diagnostizieren, selber behandeln. Das haben wir zum ersten Mal geschaffen und das funktioniert natürlich auch bis heute. Versorgung von 12.000 Menschen in 112 Dörfern auf 14.000 Quadratkilometern. 12 ständig vom Staat bediente Sanitätsstationen, denn die Malaria-Behörde und das Ministerium haben sich verpflichtet, diese Sanitätsstationen zu erhalten und mit Medikamenten auszustatten. Das sind natürlich bis heute die Stützpunkte für jede medizinische Tätigkeit. 24 ausgebildete Laboranten, die dann außer Malaria natürlich auch noch in anderen Krankheiten unterrichtet wurden, in allen Tropenkrankheiten und dazu die 100 ausgebildeten Malaria-Helfer in den Dörfern im Einzugsbereich. Und dann habe ich noch was geschafft, also die bei den letzten Webinaren dabei waren, wissen es schon.
dass ich dann immer noch einen gern draufsetze. Mir reichte das noch nicht, sondern ich habe gesagt zu dem Gesundheitsministerium und der Malariabehörde, diese Laboranten haben einen eigenen Beruf, den sie ausüben. Die sind euer verlängerter Arm im Wald. Die müsst ihr bezahlen. Denn ihr müsst euch vorstellen, die Promotores de Salud, diese Erste-Hilfe-Sanitäter, die wurden nicht bezahlt. Da hat der Staat gesagt, das sind Indigene, die ihrem eigenen Volk helfen. Und deswegen haben sie sie nicht bezahlt. Aber jetzt waren sie ausgebildete Laboranten und haben einen Beruf gehabt, der natürlich auch Zeit in Anspruch nimmt. Die können sich ja nicht selbst versorgen, wenn sie in der Sanitätsstation sitzen. Also die brauchten schon Geld, um ein halbes Wildschwein im Nachbarn abzukaufen. Die Behörden haben uns die monatliche Vergütung zugesagt und das funktionierte. Die Laboranten werden bis heute bezahlt und bekommen immerhin den Mindestlohn in Ecuador von $380. Das ist für Menschen, die auf ihrem eigenen Land im Wald leben, eine schöne Unterstützung. Und jetzt zeige ich euch noch zum Abschluss einen kleinen Filmausschnitt, damit ihr mal die Indianer selber sprechen hört, in dem Fall die Shua, wie die die Malaria und die Malaria-Kampagne sehen. Und damit möchte ich dann schließen. Malaria haben die Menschen hier im Wald eigentlich schon immer gehabt. Das war eine leichte Form der Malaria, die sie Sumpffieber nannten. Daran sind eigentlich nur schwache Menschen gestorben, Babys oder alte Leute. Was neu war 2004, war die Malaria tropica. Das ist eine viel gravierendere Form der Malaria, an der auch gesunde, junge Menschen sterben können. Und die kam als Epidemie aus Peru, die Flüsse hoch bis hier rauf. Wir sind immerhin auf 700 Meter Höhe. Insgesamt waren 112 Dörfer am meisten davon betroffen. Nicht nur bei den Shua, wo wir hier sind, sondern auch bei den Achua. Und 112 Dörfer bedeutet ca. 12.000 Menschen. Mi nombre es Olger, soy Shua y vivo aquí en la comunidad Yuvint. Ella es mi esposa y él es mi hermano menor. Somos una familia grande. Cuando yo tenía a esa edad, entre 10 y 11, yo sufrí demasiado. Toda familia sufrimos. Sufrimos con malaria. Mi padre, mi madre, mis hermanas, mis hermanos, todos sufrimos. Teníamos dolor de cabeza muy fuerte, escalofríos, fiebre muy alta, nos deshidratábamos y sufríamos mucho. Wir mussten uns also ein breit angelegtes Programm zur Bekämpfung der Malaria überlegen, sowohl für alle Dörfer, die betroffen waren, in der Zusammenarbeit mit den Familien, und wir mussten Fachkräfte ausbilden, die Malaria diagnostizieren und behandeln können. Zunächst haben wir über das ganze Gebiet verteilt 12 Sanitätsstationen gebaut, die so liegen, dass man aus jedem Dorf in einem Tag dort sein kann, entweder zu Fuß oder mit dem Kanu. Wir haben mit den Familien gearbeitet, in jedem Haus. Wir haben ihnen gezeigt, wo die Mücken brüten, wo sie vermeiden müssen, dass sich Wasser ansammelt, damit sie nicht brüten können. Wir haben an sämtliche Familien Moskitonetze verteilt. Das waren zigtausende von Moskitonetzen, damit sie in der Nacht geschützt sind vor den Stichen, besonders auch die Kinder. Und wir haben in jedem Dorf Malaria-Helfer ausgebildet. Das sind natürlich kein medizinisches Personal, aber sie haben gelernt, bei Malaria-Verdacht die Blutprobe zu nehmen, einfach in den Finger pieksen. Und sie hatten alle Objektträger, um mit dem Blutstropfen dann zur nächsten Sanitätsstation zu rennen und dort ihre Blutprobe vorzulegen. Und dann hat der Sanitäter gesagt, es ist Malaria oder nicht, und konnte ihnen die Medikamente mitgeben, die sie brauchten. Und sie wussten, wie sie zu Hause die Patienten zu behandeln haben. Das war also eine mordslogistische Leistung über 3 Jahre. Wir haben dann auch Fachpersonal, die Laboranten fielen uns ja nicht vom Himmel, es war schwierig, einfache Erste-Hilfe-Sanitäter auszubilden, damit sie wirklich am Mikroskop einwandfrei arbeiten können. Und dazu haben wir 2 große Kurse gemacht, einmal im Shua-Territorium, einmal im Achua-Territorium, und haben alle, die ein bisschen Vorbildung hatten, über 2,5 Monate nur zur Malaria-Diagnose am Mikroskop trainiert. Mit all diesen Maßnahmen haben wir es geschafft, dass nach 3 Jahren die Malaria tropica und auch die leichte Malaria, das Sumpffieber, bekämpft waren, nicht mehr vorhanden waren
Und das Allerwichtigste, sie sind bis heute nicht mehr aufgetreten. Inzwischen ist das Ganze fast 8 Jahre her und wir haben definitiv keine Malaria mehr hier in den Gebieten, wo wir gearbeitet haben. Gracias al programa que se intervino para eliminar esto, pudimos superar nosotros también todo esto. Gracias al programa, yo estoy bien, mi familia también está bien, otras familias también están bien. Y él nació después, por supuesto, él está muy bien. Enikahe. Urukwe. Tsutenji. Nunyasha. Mugnamnichi. Wetenji. Tashikanunaka nekatse. Ayahuat karichi. So, jetzt sind wir am Ende, liebe Gäste. Management statt Almosen, also da habt ihr schon gesehen, es gab jede Menge zu managen und es gab jede Menge Windmühlenflügel, gegen die wir zu kämpfen hatten. Aber im Endeffekt haben wir es geschafft, wir haben das Übel mit der Wurzel ausgerissen, wir haben es geschafft, auf indigenem Territorium ein Beispiel zu geben, sowohl im medizinischen Bereich als auch bezüglich der Ausbildung und Einbindung der indigenen Völker im tropischen Regenwald. Und darum geht es uns ja als Amazoniker und als Indio-Hilfe. Dann schauen wir mal gleich noch auf das vierte Webinar. Das letzte Webinar findet am 16. Dezember statt, wie immer von 18 bis 19 Uhr. Und ich hoffe, dass da Eventbrite besser funktioniert und alle unsere Gäste problemlos reinkommen. Ja, die ganze Serie heißt Management statt Almosen und das vierte Webinar selbst heißt Don't Worry, Be Happy. Also, da seid ihr bestimmt gespannt, was ich da erzähle. Ihr seht mich hier im Kanu sitzen. Das ist die allererste Aufnahme, die überhaupt von mir am Rio Cayapas gemacht wurde. 1980, als ich mit meinem Mann zum allerersten Mal in den Bergurwald hinauf fuhr, um Indianer im Wald zu sehen. Das war unser Anliegen und dabei haben wir dann das erste indigene Volk kennengelernt, mit denen wir 20 Jahre arbeiten sollten. Also das ist das Startfoto, das ich noch ausfindig machen konnte. Und ich werde euch also beim vierten Webinar von diesem ersten Projekt berichten, weil was wir damals gemacht haben, dann eigentlich schon ausschlaggebend war für unsere weitere Arbeitsweise und auch unsere heutige Arbeitsweise. Und das ist die Quintessenz, ja, don't worry, be happy. Ihr seht, ich bin noch am Leben und schaue ganz fröhlich aus der Wäsche. Also die Windmühlenflügel und alle anderen Probleme und Attacken haben mich im Endeffekt nicht unterkriegen können. Und das kann man auch trainieren. Das ist nicht nur Veranlagung, sondern das sollte man auch üben, sich selbst zu lieben. Gut, ich freue mich auf das nächste Mal. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und jetzt übergebe ich an die Irene, damit ihr fragen könnt. Liebe Irene, sei so gut und übernimm. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.